Die erste Raumstation schossen 1971 die Sowjets ins All. Den Wettlauf zum Mond hatten die Russen verloren. Doch mit dem Weltraumlabor Saljut 1 setzten sie ein Zeichen. Die erste Besatzung bestand aus 3 Kosmonauten, die 23 Tage im Erdorbit verbrachten. Die Katastrophe ereignete sich dann bei der Rückkehr der Weltraumforscher. Ein Ventil der Sojus-Kapsel öffnete zu früh und innerhalb von Minuten entwich der Sauerstoff. Bei ihrer Bergung waren die 3 Kosmonauten, Dobrowolski, Volkov und Pasajew, bereits tot. Sie waren erstickt. Mit einer umgebauten Saturn-V-Rakete, der Mondrakete, schossen die Amerikaner 1973 ihr Weltraumlabor Skylab ins All. 440 Kilometer über der Erde wollte auch die NASA die Auswirkungen der Schwerelosigkeit auf den menschlichen Organismus erforschen. Auf Skylab führten die Astronauten zahlreiche wissenschaftliche Experimente durch. Und entdeckten dabei die Leichtigkeit des Seins. Im All joggen zitierten sie den Filmemacher Stanley Kubrick, der 5 Jahre zuvor seine Raumfahrtsaga 2001 Odyssee im Weltraum ins Kino brachte. Kubrick spielt in seinem Meisterwerk ausgiebig mit dem Thema Schwerelosigkeit und künstlich erzeugte Anziehungskraft. Befreit vom eigenen Gewicht in einer im Nichts fliegenden Tonne. Ein außergewöhnliches Erlebnis für die Skylab-Besatzung. ...1986 schossen die Sowjets dann ihr bis dahin größtes Himmelslabor in die Umlaufbahn. Die Mir, auf Deutsch Frieden, war der erste dauerhafte Vorposten der Menschheit im All. Die erste auf Langzeitbetrieb ausgelegte Raumstation. Und der Erfolg der Mir untermauerte den Status der Sowjetunion als Weltraummacht. Das um die Erde kreisende Labor wurde aber auch zum Symbol des Endes des Kalten Krieges. 1995 startete das US-Shuttle Atlantis zur roten Raumstation. Amerikaner und Russen schüttelten sich die Hände. Mehr als 100 Kosmonauten und Astronauten aus der ganzen Welt lebten auf der Mir. Darunter auch 4 Deutsche. Nach 15 Jahren Betrieb wurde das Weltraumlabor kontrolliert zum Absturz gebracht. Und dann, basierend auf der Mir-Station, haben die Russen zusammen mit den Amerikanern eine gemeinsame Raumstation gegründet. Das war 1998 und die fliegt eben immer noch da oben, die internationale Raumstation, und ist inzwischen 300 Tonnen schwer. Das fußballfeldgroße Labor im All wird durch eine internationale Kooperation aus 14 Ländern betrieben. Die internationale Raumstation ISS ist aus einzelnen Modulen zusammengesetzt und wuchs in den Jahren stetig bis zu ihrer heutigen Größe. Mittlerweile bietet die ISS 1200 Kubikmeter Arbeits- und Wohnraum. In und außerhalb der Station wird geforscht. Für die Erde, aber auch für die Zukunft der Raumfahrt. Man möchte wissen, ob der Mensch außerhalb seines Heimatplaneten dauerhaft überleben kann. Eine der Hauptaufgaben der ISS ist es, bemannte Missionen zu entfernten Zielen im All vorzubereiten. Da arbeiten wir sehr intensiv daran. Wir entwickeln und testen Lebenserhaltungssysteme. Die brauchen wir. Denn wenn wir uns weit von der Erde wegbewegen, dann können wir nicht ständig Vorräte nachschicken. Die Aufzucht von Salat und Gemüse auf der ISS war ein erster wichtiger Schritt für zukünftiges Leben im All. Sauerstoff, Trinkwasser, Nahrung und Treibstoff für die Rückkehr zur Erde.
Für eine mehrjährige Mission in die Tiefen des Alls können nicht alle Vorräte mitgenommen werden. Es müssen also Systeme entwickelt werden, die nicht nur die Atemluft und das Wasser recyceln, sondern auch Nahrung und Treibstoff liefern. Eine Mission zum Mars ist auf mehrere Jahre ausgelegt. Eine Versorgung der Astronauten nur von der Erde aus ist nicht möglich. Das ist auch die große Herausforderung für den Mars, dass man da wirklich bis dahin, wenn man so etwas anstrebt, Menschen dort hinzufliegen, dass man wirklich Systeme schaffen muss, die total autonom sind, also eine kleine Biosphäre quasi dort aufstellen muss. Weltweit arbeiten Wissenschaftler und Ingenieure an der Grundlagenforschung für eine Mars-Mission. Wie kann man die Nahrungsversorgung sicherstellen? Wie muss eine Mars-Unterkunft aussehen? Und was muss sie leisten können? Auf so manche Annehmlichkeit werden aber auch zukünftige Raumreisende verzichten müssen. Ihr wolltet wissen, wie wir unsere Klamotten im Weltall waschen. Genau genommen, gar nicht. Wir haben hier keine Waschmaschine und außerdem wird dafür eine große Menge von Wasser benötigt. Wasser ist aber sehr rar im Weltall. Wir recyceln unser Wasser und nutzen es nur zum Trinken oder Waschen. Und um damit zu spielen oder zu experimentieren. Das Verhalten von Flüssigkeiten in der Schwerelosigkeit ist ein wichtiges Forschungsfeld. Elementar für die Konstruktion von Treibstoff- und Lebenserhaltungssystemen, die im All funktionieren sollen. Das Brauchwasser aus Klimaanlage und Bordtoilette der Raumstation wird aufbereitet und wieder genutzt. Auch zum Trinken. Rund ein Drittel des benötigten Wassers liefert das Recycling-System. Wasser ist auf der Raumstation ohne Frage ein kostbares Gut. Nehmen wir mal so eine Flasche Wasser, ein Liter Wasser. Wie teuer wäre ein Liter Wasser auf der Raumstation? Nun, das lässt sich recht einfach berechnen. Denn die Daumenregel besagt, jedes Kilogramm, was man in den Weltraum bringt, auf die Raumstation, kostet etwa 10.000 Euro. Und da ein Liter ein Kilogramm ist, würde diese Flasche, wenn man sie dort oben kaufen könnte, 10.000 Euro kosten. Und das ist der Grund, warum man natürlich mit Wasser recyceln muss. Das heißt, man muss jedes Wasser dort oben sparen. Nicht nur Schwitzwasser zum Beispiel, sondern auch Urin. Urin enthält sehr viel Wasser. Was macht man also auf der Raumstation? Man entzieht dem Urin den Harnstoff und alle anderen biologischen Stoffe. Und dann hat man fast wieder reines Wasser. Und das müssen die Astronauten sogar trinken. Und Sie können sich vorstellen, dass sich lange Zeit die Astronauten und Kosmonauten dagegen gewehrt haben. Aber inzwischen hat man sich daran gewöhnt. Weit über 200 Raumfahrer waren bereits auf der Station. Viele davon mehrmals. Darunter waren auch 7 gut zahlende Touristen. Das hier ist der Ort, an dem sich alle morgens treffen. Nachdem man sein Gesicht gewaschen und Zähne geputzt hat, gibt es Frühstück. Und das hier ist unsere Küche. Es ist, als würde man zu Hause den Kühlschrank öffnen und da ist alles, was man so braucht. Getränke, Fleisch, Eier, Gemüse, Cornflakes, Brot, Snacks. Hier ist auch ein gutes Fach. Hier findet man die Süßigkeiten und Energieriegel für alle Fälle. Kein Tisch, kein Stuhl, kein Teller. Auf der Raumstation schwebt das Essen einfach so im Raum. Und man selbst darum herum. Die Nahrungsaufnahme in der Schwerelosigkeit ist eine surreale Erfahrung, die wohl nie ihre Faszination verlieren wird. Das Restaurant im Erdorbit bietet einen grandiosen Ausblick, aber es ist auch sehr teuer. Jedes Kilogramm, was dort hochgebracht werden muss, bedarf eines enormen Aufwandes. Und das macht aber das Essen nicht geschmackvoller. Trotzdem hat sich in der Astronautenküche einiges getan. Mehr als 100 verschiedene Gerichte stehen zur Auswahl. Ein großer Schritt gegenüber der kalten Paste in Aluminiumtuben aus der Frühzeit der Raumfahrt.
Ganz typisch dieses gefriergetrocknete Essen. Also man kocht es auf der Erde vor, dann entzieht man das Wasser und nimmt es so auf die Raumstation. Hier zum Beispiel Spaghetti Bolognese, also Spaghetti mit Fleischstückchen drin. Dort oben nimmt man einen Dorn, den gibt es also in der Küche, sticht ihn hier oben rein, tut dann das entsprechende Wasser dazu, wartet ein bisschen, bis sich die Flüssigkeit verteilt hat. Dann nimmt man eine Schere, schneidet das hier kreuzweise auf, nimmt dann einen Löffel oder eine Gabe, geht damit unter diese Laschen und dann kann man das essen. Also, das ist ein Klassiker. Ach ja, all das, was man nicht gefriergetrocknen kann, zum Beispiel ein Steak oder Käse, Cheddar-Käse, den thermostabilisiert man. Das heißt, ultra hoch erhitzen, sodass drinnen keine Bakterien bleiben. Und der Käse ist deswegen auch so beliebt. Den kann man nämlich hier auf diese Kekse streichen. Kekse mag der Commander nicht so gerne, denn wenn man die so isst, gehen die Brösel durch die Gegend und verstopfen die Elektronik. Deswegen schmiert man sich den Käse auf die Kekse und dann bröselt's nicht. Und der andere Klassiker, wie trinkt man im Weltraum? Ich denke, eins ist klar, da kann man nicht ein Glas Wasser an den Hals setzen und trinken. So funktioniert das in der Schwerelosigkeit nicht. Und deswegen macht man das so. Man nimmt einen Aluminiumbeutel, da ist bereits ein Pulver drin, in diesem Fall von Grapefruit. Dann kommt wieder der Stahldorn, man tut wieder Wasser rein, walkt das Ganze durch, bis man das Getränk hat. Dann nimmt man so einen Plastikstrohhalm, steckt ihn oben rein, öffnet hier und dann kann man daraus trinken. Man muss aber nicht alles trinken, man kann das wieder verschließen, hängt es an die Wand. Und zwar gibt es an jedem Teil hier so ein Velcro, also Klettverschluss. Das hat übrigens jedes Teil, damit das nicht durch die Gegend fliegt. So, soweit zum Essen. Aber es gibt ja auch unterschiedliche Esskulturen. Da gibt es zum Beispiel die Amerikaner, die sagen, ah, wir haben zwar eine Stunde Zeit, aber lasst uns schnell, schnell machen. Das geht flott runter und dann können wir gleich weitermachen. Nein, nein, sagen die Franzosen, lasst uns viel Zeit nehmen, um das Essen zu genießen. Und die Japaner liegen irgendwo dazwischen. Dafür sagen die Amerikaner, wir müssen uns gleich die Zähne putzen. Die putzen sich bekanntlich dreimal pro Tag die Zähne. Sagen die Japaner, ach was, einmal pro Tag reicht. Und sie glauben ja gar nicht, wie man sich auf der Raumstation trefflich über solche Dinge streiten kann. Die ISS wird regelmäßig von der Erde aus versorgt. Was früher allein russische Raumfrachter und das Space Shuttle vermochten, ist heute ein Milliardengeschäft für private Raumfahrtunternehmen. Lebensmittel, Wasser, Treibstoff, Ersatzteile. Viele Tonnen Nachschub werden pro Jahr ins All geflogen. Nicht wiederverwendbare Versorgungskapseln werden dann mit Abfall aus der Station beladen. Bei der Rückkehr zur Erde verglüht der Müll mit den Kapseln in der Atmosphäre. Autark ist die Raumstation nur in ihrer Energieversorgung. Den Strom erzeugen die riesigen Sonnenpaneele. Alles andere wird angeliefert. Private Firmen nutzen auch die Möglichkeit zur Forschung auf der Raumstation. Und selbst die Astronauten dienen als Testobjekte für bestimmte körperliche Vorgänge in der Schwerelosigkeit. Wir haben Experimente, die wir an uns selbst, an unserem Körper durchführen, um eben Krankheiten auf der Erde besser zu verstehen, wie Osteoporose, Arteriosklerose und andere Dinge, zum Beispiel Immunsystemkrankheiten, die wir tatsächlich im Weltraum besser untersuchen und verstehen können und dann auf die Erde mit zurückbringen, diese Erkenntnisse. So steckt Weltraumtechnologie zum Beispiel in Operationsrobotern. Solche wurden am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt entwickelt und auf der Raumstation getestet. Forschungszeit im All ist begrenzt und sehr teuer. Entsprechend lang sind die Arbeitstage. 12 Stunden am Tag, ist das überhaupt gesetzlich erlaubt? Nein, sagen die Deutschen, insbesondere der Betriebsrat. 8 Stunden, maximal 10 Stunden. Sie glauben ja gar nicht, was das für ein Problem war. Wir mussten dann also mit dem Betriebsrat verhandeln, wie man 10 Tage lang 12 Stunden pro Tag arbeiten muss.